Weiter geht's mit One Piece Pirate Warriors. Hut auf, Intro ab. Gut ab, Intro vorbei. Ab zu Nami, denn die müssen wir retten. Da kommt ein Pazifista von der Seite. Hier ist Kizaru. Ja, die Attacke läuft auch immer ein bisschen gut hier. Solange er meine Navigatorin nicht sexuell belästigt und auch körperlich nicht allzu sehr verwundet. Hier, die Ecke ist eigentlich ganz cool. Da hatte ich in den letzten Folgen noch gar nicht. Da kriege ich immer so ein bisschen Sonnen tatsächlich. Allerdings sieht auch fast gar nicht schon irgendwie hier nur. Jetzt kriegt er hier ein bisschen. Und der trifft schön. Und der trifft auch schön. Jawohl. Ja, er weicht auch immer sehr, sehr schnell aus, tatsächlich. Also, das stimmt schon. Ja, da habe ich gut gekontert, glaube ich. Und der hat auch schön getroffen. So, Haustier, damit kann er natürlich nur einen meinen, das ist, glaube ich, allen klar. Wir leveln uns hier, also wir leveln, aber wir powern uns hier ein bisschen auf mit Futter und so weiter. Da ist auch noch eins. So. Und jetzt schnell zu dem guten Chopper. So. Schnell zur Seite. Schnell nach unten. Knappe Kiste. Und jetzt sind wir auch schon bei Kizaru angekommen. So. Ich habe noch nicht angesehen, wo ist Chopper, wie geht's ihm? Ja, der hat auch schon ein bisschen Schaden, also ich muss aufpassen, dass Chopper mir nicht stirbt. Der ist mir in den letzten Folgen ganz gerne mal gestorben, da muss ich wirklich auf leicht stellen, damit da nichts Schlimmeres passiert. Ich will jetzt ganz gerne Kizaru. Wenn eine bessere Position kriegen, damit ich hier mal den Gum-Gum-Sturm loslassen kann. Jetzt zum Beispiel. Gewehr, Gum-Gum-Sturm. Und der müsste ganz gut passen. Ja. Das sieht sehr gut aus. Da sind Orangen, die schnappen wir uns gleich mal. So. Und ein bisschen Leben dazu bekommen. Chopper ist in Schwierigkeiten, so wie jetzt, hat er so halbe Leben verloren ungefähr. So. Ja. Ja, war schön. So, und jetzt ist er wieder verschwunden zu den nächsten, nämlich zu jemandem, der schon mal auf dem Poster gesehen hat. Das ist kein Insider-Gag. Nämlich auf unseren guten Superkoch. Da müssen wir jetzt auch mal schnell wieder hier die Wege wechseln. Schnell die Feinde, haben wir keine Zeit für. Also gleich weiter. Hier da. Sam. So. Und schnell da einmal. Und nochmal hoch, weil wir fliegen ja sonst gerne mal. Wir sind ja Freiflugschein. So, das ist schon mal der erste. Und jetzt kommen wir hier einfach mal original nicht weiter. Auch auf hier lang. Kommen wir hier hoch? Ja. Okay, alles klar. Dann hoch da. Jetzt noch einmal weiter. Sehr schön. Hoch. So, ist fein. So, und jetzt legen wir nämlich richtig los, denn wie ich aus Erfahrung weiß, ist es ein harter Kampf, der uns hier bevorsteht. Vor allem, wenn es noch ein paar Pazifister von irgendwo zur Seite kommt, dann haben wir richtig Spaß. Und darum, Gum-Gum-Sturm. Zweiter Gang, Baby. Jetzt geben wir mal richtig Gas. Suchen wir uns den guten Kizaru. Ja.
kämpfe ganz gerne noch mal ein bisschen hier mit dem Gum Gum Bazooka, der jetzt deutlich verstärkt ist. Und machen dann noch mal ein bisschen den hier. Und der hat sich richtig gelohnt. So, das hat sich gut gelohnt. Der hat gut getroffen allesamt. Ah, der trifft glaube ich nicht. Nee, er trifft nicht. Warte auch ein bisschen bei der Attacke von Kizaru. Und jetzt sieht das doch schon ganz gut aus. Der ist schon nett. Komm schon, komm, komm, Bazooka. Komm, Bazooka. Jawoll. Schön der Bazooka einem mitgegeben. So muss das sein. Hä? Hätte noch nicht. Der arme Lüstock muss ich auch gegen Bartholomew. Der versucht zu behaupten, klappt ebenfalls nicht. Aber was passiert denn mit den Strohhüten überhaupt? Weil keine Leiche, kein gar nichts. Das ist natürlich so die Frage, ne? Ja, er ist bereits tot. Hat nicht gezündet, der Witz. Da sieht man nochmal die komplett andere Uniform von Ruffy eigentlich, aber wie gesagt, da wird irgendwie nicht so der Wert drauf gelegt. Schade. Und Ruffy kann einfach keinen seiner Kameraden beschützen. Das ist das Schlimmste, was hätte eintreffen können. Und was passiert jetzt? Sind sie einfach nur weg oder tot oder? Tja. Das ist natürlich jetzt ordentlicher Showdown gewesen, ne? Und tatsächlich viel, viel schneller gegangen als das letzte Mal, als ich das Level probiert habe. Und mit viel weniger Ausrasterei bei mir. Ich habe mich wirklich sehr stark aufgeregt in den letzten Aufnahmen, die fehlgeschlagen sind. Na, das hat doch alles geklappt. Natürlich habe ich da schon jetzt aktuelle Münzen drin. Logischerweise. Ja, möchte ich beibehalten. Alles gut. So. Anscheinend kein Upgrade oder kein Level Up. Schade. Na gut. Wir machen jetzt gleich weiter mit der nächsten Episode. Einmal kurz speichern. Natürlich checke ich jetzt, ob überhaupt mein Aufnahmeprogramm für die Stimme noch läuft. Und es sagt mir, dass es noch läuft. Das finde ich ja schön. Da freue ich mich ja richtig. So. Speichern. Jawolla. So, zum Thema Fazit. Okay, kommt. Also, das einzige Problem, was mich wirklich stört, in Japan sind halt die Episoden viel, viel weiter. Ne? Also, richtige One Piece Fans gucken sich im Internet die japanischen Folgen mit deutschen Untertiteln an. Oder mit englischen Untertiteln, je nachdem. Und auch die Mangas und so weiter. Und die sind ja alle viel, viel weiter als hier die deutschen Fans, die wirklich nur auf Deutsch gucken. Und demnach muss ich halt wirklich sagen, dass es so ein Kaufgrund ist, dieses Spiel, wenn, ja, jetzt kommt das große wenn auch wirklich die Geschichte von One Piece bekannt ist, also auch auf Japanisch, weil sonst werden die Geschichten hier wirklich nur kategorisch wegen den Kloppereien durcherzählt, frei weg von der Leber, ohne großen Hintergrund, kurze Zwischensequenz, kurze Erzählsequenz und dann halt Knatze und Geballer, weißt du? Und so darf es halt nicht sein. Sie sollten besser berücksichtigt werden, zum Beispiel hier Crewmitglied Lysop oder Crewmitglied, Brook, die wurden gar nicht berücksichtigt in Sachen Story, die haben einfach keinen abbekommen, keinen Part, da war halt anscheinend kein Spaß und das müsste für ein erstes Spiel von One Piece auf der HD-Konsole, wo man wirklich sich vornimmt, die ganze Hauptstory durchzunehmen, das müsste eigentlich schon sein. Das ist das Einzige. Wenn ihr also One Piece-Fans seid und die Story auf Japanisch kennt, dann werdet ihr nicht gespoilert und habt richtig viel Spaß an dem Spiel. Falls nicht, dann bitte zweimal überlegen. Episode 13. Abenteuer im Gefängnis. ニョガシマに飛ばされたルフィは島を出て仲間と合流しようと奔走する。ニョガシマに君臨する海賊女帝ボアハンコックの心を動かし船を借りられることになったルフィだったが、出航の前夜ルフィの兄ポートガスディエースが黒ひげに敗れて投獄され、
海軍本部マリンフォードにて公開処刑が決まったことを知る。ルフィは仲間と合流するより先にエースの救出を決意。政府の機関オーカ七部会の一人であるハンコックの協力を得て大監獄インペルダウンに潜り込んだのだった。 So, auch da nur halb aufgefrühstückt. Ihr wisst wahrscheinlich gar nicht so genau, was überhaupt abgeht. Ich werde es euch auch gleich erklären. Aber zuerst Hallöchen, Mäuschen. Ach, die Hankook, die ist schon eine Schnitte. Mit einer meiner Lieblings. Ich wurde ja gefragt unter einem Video. Wie fern ich Charaktere von One Piece denn mag. Und meine Lieblingscharaktere unter anderem ist wirklich Boa Hankook. Boa Hankook. Auch klar, die Kleidung ist wieder nicht gewechselt. Eigentlich hätte er jetzt eine türkise Kleidung anhaben müssen. Und wenn ich irgendwo eine falsche Einstellung habe, dann das doch bitte mitteilen. So. Okay, Ruffy und aus Ärger raushalten klappt sowieso nicht. Trotzdem, was hat es denn jetzt überhaupt mit sich auf sich? Ja, also, wir sind jetzt in Impel Down, das Unterwassergefängnis. Ich erkläre jetzt mal kurz, was überhaupt hier davor geschehen ist. Ja, das sieht alles schon wie nach Sprungpassagen aus und ich freue mich. So, also. Wir wurden von Bartholomäus Bär also nicht wirklich besiegt, sondern Bartholomäus Bär hat uns mehr beschützt, denn da wir gegen einen Admiral wie Kizaru so keine Chance haben, das sah jetzt vielleicht im Gameplay wirklich ein bisschen anders aus, aber laut Story hat man wirklich gegen Kizaru einfach keine Chance. Gegen keinen der Admiräle. Und das war wirklich großer Käse. Uiuiui, okay, alles klar. Darum hat Bartholomäus Bär uns nicht vernichtet, beziehungsweise besiegt, sondern er hat uns alle einzeln an verschiedene Orte gesendet, also quasi teleportiert mit seiner Bärenkraft. Und dadurch muss ich jetzt aufpassen, dass wir keine Dinge bekommen. Moment jetzt. So. Und angekommen. Sehr schön. Jeder wurde jetzt einzeln auf eine andere Insel gesetzt. Was mit den anderen passiert, das ist momentan nicht wichtig. Wichtig ist, was mit Ruffy passierte. Ruffy kam zu einer Insel, die Amazon Lily heißt. Sind die bei Gefangenen drin? Nee, doch nicht. Okay, also. Wir wurden nach Amazon Lily geschickt und da haben wir Boa Hankook kennengelernt, die wirklich männerverachtend ist, weil sie wirklich nur ein Frauenkönigreich regiert. Und sie wurde von Männern immer nur betrogen und mit ihrer Teufelskraftfähigkeit kann sie, übrigens auch sehr lustig, kann sie Männer in Stein verwandeln. Und alle Männer liegen ihr sowieso zu Füßen wegen ihrer Schönheit. Mir geht es da nicht ganz anders. Auf jeden Fall hat sich da, jetzt kommt der witzige Teil, hat sich da Boa Hankook in Ruffy verliebt. Und Ruffy erwidert jetzt kommen, weil er es einfach nicht checkt. Das ist auch schon eine sehr lustige Geschichte, dafür will ich aber nicht weiter spoilern. Auf jeden Fall sind wir jetzt in Impel Down, weil wir in der Zeitung gelesen haben, also Ruffy jedenfalls, dass Port Gus die Ace, die Feuerfaust, hier gefangen gehalten wird, nämlich nach einem Kampf mit einem Piraten namens Blackbeard wurde er gefangen genommen von der Marine. Und da treffen wir noch einen alten Bekannten im Gefängnis. Der gute Buggy. Da treffen sich zwei. Ja, bestimmt.
何勝手に喋ってんだよお前。俺は騒ぎを起こさねえって反国と約束したのに巻き込みやがって。俺だってたった今バギーのこっそり脱獄大作戦が台無しになったとこなんだ。これ逃げなきゃダメなのか。 何言い出すんじゃ、ホミ。捕まったら地獄の拷問だぜ。捕まんなきゃいいんだろ。俺急いでんだ。ああ、分かったよ。やったら。やりゃいいんだろ。超派手大作戦に変更じゃ。乗った。 Okay, jetzt haben wir einen Verbündeten, nämlich Buggy, den Clown, den wir ja schon kennen aus unserer ersten Episode. Weiter zur Story. Wir sind jetzt hier in Impel Down, weil Ace hier gefangen gehalten wird. Und zwar soll er eigentlich sehr bald auf dem Schafottplatz, also auf dem Henkersplatz quasi vom Marinefort, getötet werden. Also hingerichtet, als Sinnbild. Und das hat die ganze Piratennation entzweit. Alle Piraten haben sich daraufhin aufgemacht, auch die Whitebeard Allianz, unter der Ace hier arbeitet. Oder sie. Und es soll einen riesen Krieg geben. Und Ruffy will natürlich seinen Bruder befreien. Und bevor er zur Hochburg der Marine, zum Marinefort muss, geht er natürlich nach Impel Down, das Gefängnis für alle Miesetäter. Impel Down ist in 5 Teilen und unter Wasser. Natürlich mit Meerstein und anderen dran, also dass gegen Teufelskräfte einfach nichts nützt, da auszubrechen. Da ist noch nie einer ausgebrochen, das ist also quasi das, jetzt habe ich den Namen, in San Francisco hier, das super Gefängnis auf der Insel. Vergessen, ich erkenne nicht. Auf jeden Fall, es ist in 5 Schichten unterteilt. Ebene 1, 2, 3, 4 und 5. Und jede Ebene ist natürlich logischerweise schlimmer. Also Ebene 1, da sind so Lausebuben wie Buggy. Ganz easy Typen. Ebene 2 hingegen wird schon ein bisschen spezieller. Ebene 3 auch, Ebene 4 auch, Ebene 5 sind die absoluten Mega-Gefangenen. Und wenn wir da treffen, das sage ich euch mal noch nicht, aber das werden wir auch noch bald erfahren. So, was müssen wir dann machen? Achso, hier die ganzen Wärter besiegen. So, dementsprechend sind natürlich alle ziemlich komplex, weil alle wollen da raus und es ist ziemlich komisch, dass einer ist, der da einfach mal dann halt rein will. Was einfach mal keinen Sinn ergibt, logischerweise. So, folgenden Weg zum Gefängnis von Buggy. So, Buggy, komm mal los hier. Was kannst du benutzen? Ich hoffe, Buggy ist klar, dass wir hier einfach mal nicht raus wollen. So, hier mal ein bisschen vorlaufen. Mein Gott. Okay. Ah ja, Hallöchen. Die Gruppe Wärter hat Ruffy gefunden. Lösche die Gruppe Wärter auf. Und so einer mit Seil, das wollen wir ja gar nicht. Vielleicht mal hier ein bisschen Power rein, jawoll. So, schnell aus dem Netz befreien. Und aus dem Netz, aber aus dem Seil. Hoppsala. So. Und da nochmal ein bisschen. Ich finde schade, dass es nicht irgendwie so eine Grifftaste allgemein gibt. Also einfach ganz normal einen Griff einsetzen. Ist ja auch irgendwie schön. So, jetzt geht's hier weiter zum Jump-and-Run-Part. Was natürlich nur halbwegs schön ist. Sein Körper, wo ist denn sein Körper? So. Ach, da ist er. Ja, Ruffy sag ich schon. Buggy kann natürlich bedingt sogar fliegen, logischerweise. Weil er halt seinen Körper aufteilen kann. Eigentlich wollte ich speichern, aber erst mache ich noch die Kollegen kalt. Ich
kommt da hinten? Ach, Leute mit Schild. So, einmal ein bisschen Power rein. Sechs sind die Schilder und dann haben wir nur noch die dummen Gefängniswärter. So, die Schilder gehen auch so irgendwann noch. So, Buggy hilft mir auch so ein bisschen noch. Sehr schön. Und Sepp, da sind sie. Naja, fast. Das schön, dass wir das wirklich nicht. So, jetzt hier schnell einmal speichern. Die Tore sind offen. So. Denn wir speichern natürlich aus einem halbwegs bekannten Grund, sag ich mal. Denn es ist schon wieder Zeit aufzuhören. Ich mich hier jetzt weiter verstricke in One Piece Pirate Warriors. Muss ich leider erstmal jetzt aufhören. Aber ey, keine Sorge, wir sehen uns doch dann in der nächsten Folge wieder von Let's Play One Piece Pirate Warriors mit mir, dem Nickels, und euch als treue Zuschauer. Ich bedanke mich und tschüss, bis zum nächsten Mal.